Kapitel 25 und 26 in der Apostelgeschichte führen uns ans Mittelmeer. Und das wäre ja schon ein Ort zum Verweilen im Moment. Landschaftlich hat sich in dem Verlauf der letzten paar Jahrhunderte nicht gross verändert. Politisch hingegen ist mal hierher geschoben worden und dort über. Und aus der Apostelgeschichte geht heraus, dass die römische Besatzungsmacht am Drücker war. Und es war für einen römischen Statthalter wichtig, sich mit der Obrigkeit in Jerusalem gut zu verstehen. Felix, der Statthalter, der römische Statthalter, darf man auch sagen, der war nicht so an Wahrheit interessiert, vielmehr am persönlichen Gewinn, den man mit den Gefangenen machen könnte. Und so hat er es ermöglicht, dass die Gefangenen sich freikaufen konnten. Und die Wahrheit war ja immer ein bisschen subjektiv. Gut möglich, dass Rom davon Wind gefangen hat, weil er ist dann austauscht worden mit dem Festus. Und der Festus, 3 Tage im Amt, merkt, das wäre jetzt angebracht von Caesarea, und das ist wirklich unmittelbar am Mittelmeer, die 3-tägige Reise auf sich zu nehmen, auf Jerusalem zu gehen. Das sind 100 Kilometer zu Fuß. Mit einem leichten Laufschuh hätte man keine 15 Stunden. Er mit seinem ganzen Hofstaat wahrscheinlich eben etwas länger, 3 Tage. Und kaum in Jerusalem angekommen, reiben sich dort die Obrigkeit schon die Hände und merken, mit dem Festus kann man einen neuen Deal rausholen. Und sie beten noch den Gefangenen, den sie Vorgänger dort im Kerker stehen lassen, möge doch so gut sein, den rauszugeben und auf Jerusalem bringen. Man will dem dann Paulus einen fairen Prozess machen. Der Festus ahnt, die führen etwas im Schilde. Und da taucht dann die Gerichtsverhandlung im Kapitel 25 und 26 auch ein. Und es lädt jetzt ein, gerade selber in die Geschichte einzutauchen. Und der Lukas beschreibt gerade anfangs von diesem Drama, wer in diesem Szenario ihnen etwas zu sagen hat. Zum einen der Statthalter Festus, zum anderen der König Agrippa, König der Juden. Und zum anderen, ebenfalls, der eine Hauptrolle einnimmt, der Paulus. Römisches Recht, römisches Denken, jüdisches Denken und irgendwo zwischen, man kann fast sagen, zwischen Stuhl und Bank, der Paulus. Ich gebe euch unten nachher auf der Webseite den Link, da könnt ihr das gerade aus der guten Nachricht lesen und dann wieder Play drücken und dann möchte ich gerne mit euch den Gedanken teilen, wieso in aller Welt ist es zu einer Gerichtsverhandlung gekommen. Um was stürmen sie? Was ist der brennende Punkt, dass es so zu so einer Eskalation kommt? Wie lautet die Frage, wieso dass man so am Kehren ist? Und sie steht im Kapitel 25, Vers 19, wo der Festus dann Agrippa sein Herz ausschüttet und sagt, los, ich habe da noch eine Altlast von meinem Vorgänger im Gefängnis. Irgendein Typ namens Paulus behauptet, dass da ein verstorbener Jesus auferstanden ist. Und das schmeckt, glaube ich, in Jerusalem nicht jedem Mann. Zu Recht. Einem Statthalter aus Rom, der vielleicht strafversetzt wurde, auf Caesarea, interessiert, glaube ich, so eine Frage herzlichst wenig. Ist da ein Jesus auferstanden oder nicht? Weil, falls er auferstanden wäre, wenn beißt es? Geben wir doch dem Jesus eine zweite Chance und mögen wir doch dem gönnen, dass der noch mal ein Leben hat. Aber eben anders sieht es König Agrippa, anders sieht es die Obrigkeit in Jerusalem und schon ganz anders sieht es dann der Apostel Paulus. Ist der verstorbene Jesus am Leben oder ist er es nicht? Das ist so wie, brennt die Lampe oder brennt sie nicht? Habe ich Geld oder habe ich nicht? Bin ich positiv oder bin ich es nicht? Und hätten die Jünger anno dazumal so ein Mobiltelefon gehabt, dann hätten sie ja nach der Auferstehung ein Selfie können machen mit sich und Jesus. Und dann wäre für alle mal klar und bewiesen gewesen, Jesus ist von den Toten auferstanden. Es gibt gar keine Diskussion. Dann hättest du es nicht gesehen. Und dann hättest du das auf allen Kanälen können teilen und der Fall wäre erledigt gewesen. Da hast du ihn. Aber das Kontroverse ist ja, er war eine Erscheinung, er hat sich den Jüngern erschienen. Und zugleich war er auch spürbar. Und das führt uns an die Begegnung, die Johannes dann schreibt, Maria von Magdala, die sitzt am Grab von Jesus, heult, schluchzt und dann erscheint ihr Jesus. Und sie erkennt Jesus nicht und meint, er wäre der Gärtner. Und fragt,
hast du Jesus weggedreht? Und jetzt müsst ihr euch das mal aus der Sicht von Jesus anhören. Da wirst du gefragt, Jesus, hast du dich selber weggedreht? Und erst, wo Jesus sagt, Maria, erkennt sie Jesus. Gleich ist sie an den Jünger gegangen, wo wieder sie fischen. Sie fischen an Jesus daran vorbei, wo am Ufer bereits am Feuer machen ist. Und erst, wo Jesus sagt, Kinder, erkennen sie Jesus. Und selbst der Matthäus endet sein Evangelium im drittletzten Vers, dass viele Jesus gesehen haben, aber nach wie vor grosse Zweifel hatten. Ist Jesus auferstanden oder ist er es nicht? Brennt die Lampe oder brennt sie nicht? Habe ich Geld oder habe ich nicht? Bin ich infiziert oder bin ich eben nicht infiziert? Ist er auferstanden oder ist er nicht? Es gibt ein Kirchenlied, das mich nach wie vor prägt und es gesungen wird, weil Jesus lebt, lebe ich auch morgen. Und weil er lebt, fürchte ich mich nicht. Und ich weiss, er ist meine Zukunft. Mein Leben hat einen Sinn, weil er, der Auferstandene, mein Heiland ist. Und so stürmt man im Gerichtssaal, ist der Jesus auferstanden oder ist er nicht? Für Festus eine Überforderung. König Agrippa, er sagt, Paulus, wenn du noch länger weiterredest, dann überzeugst du mich. Und Paulus verweist nachher, und ich wünsche mir so fest und ich stehe im Gebet ein, dass ihr alle, die in diesem Gerichtssaal inne sind, mich zu Jesus heute bekennen und eben nicht gefesselt habt, so wie ich es an den Füßen habe. Und das führt mich zur Frage, wo knüpft die Geschichte die Begegnung? Im Lukas-Evangelium an. Weil wenn die Apostelgeschichte die Fortsetzung von dem ist, was Jesus gemacht hat und Jesus gelernt hat, da muss irgendwo ein Anknüpfungspunkt sein im Lukas-Evangelium. Und die Gemeinde diese gefunden habe, und zwar in dieser Begegnung, wo zwei Jünger völlig zerschlagen, zerschmettert, enttäuscht und voller Wut und Bitterkeit von Jerusalem heilaufen. Und er schreibt von zwei Jüngern, die im ganzen Evangelium noch gar nie vorkommen. Der eine heisst Kleophas und der andere wird nicht einmal mit Namen erwähnt. Und sie laufen resigniert, enttäuscht von Jerusalem zurück, weil der Jesus, an den sie geglaubt haben, gestorben ist und zuvor noch an ein Kreuz ist genagelt worden. Und ich frage mich, wieso bringt der Lukas jetzt auf einmal der Kleophas und der namenlose Jünger ins Spiel? Wieso erzählt er nicht von der Auferstehung, wie es der Petrus erlebt hat? Wieso erzählt er nicht von einem Jakobus, wie näher Feuer und Flamme war, als er Jesus begegnet ist? Wieso kommt jetzt auf einmal zwei Namenslose ins Spiel? Bis ich verstanden habe, ja, er schreibt ja das am sehr verehrten Theophilus. Der Bericht. Und wahrscheinlich am Ende von seinem Evangelium wird er dem Theophilus sagen, das hier steht jetzt exemplarisch, das steht jetzt wie stellvertretend für dich, Theophilus. Da kannst du jetzt deinen Namen reintragen. Da kann ich meinen Namen, Stöfe, reintragen. Das könnte eine Geschichte sein, die ich erlebe mit Jesus. Die nicht eine Geschichte ist, die Petrus erlebt hat oder die anderen Jünger, sondern das steht jetzt stellvertretend für mich. Und es beschreibt, dass da zwei Jünger resigniert, traurig, im Zusammenbruch von ihrer Welt, von Jerusalem zurückgelaufen sind. Da das, was sie gehofft haben, das ist zerschmettert worden am Kreuz. Und wenn die Römer jemanden ans Kreuz genagelt haben, dann haben sie mit dem auch beurkundet, die Ideologie und der Glaube von dem, was wir ans Kreuz genagelt haben, zerschmettert wir ebenfalls. Und der Glaube, den er hatte und das Leben, das er vorgelebt hat, das wird ebenfalls am Kreuz zerschmettert. Es hat keine Gültigkeit mehr. Und so zerbrochen laufen die beiden hey und merken nicht, dass unterwegs sich auf einmal eine dritte Person einreiht und fragt, ja, was da los ist. Und was sie ihr Gefühl mit dieser Person teilen können, merken sie nicht, dass das Jesus ist. Und ganz erstaunt fragen sie, ja, bist du der Einzige, der nicht weiss, was in Jerusalem passiert ist? Es ist der Zusammenbruch von ihrer Welt und sie merken nicht, dass auf einmal sich Jesus ihnen anschliesst und mit ihnen ein Gespräch anfängt. Und sie erkennen Jesus nicht, so wie die Maria der Gärtner nicht erkannt hat.
Jesus nicht erkannt hat und gemeint, er wäre ein Gärtner gewesen und die Fischer einfach weiter gefischt haben, so haben sie Jesus nicht erkannt. Und Jesus setzt dann ein bisschen einen Stachel auf und sagt, wie wenig versteht ihr doch? Warum fällt es nicht so schwer zu glauben, was in der Schrift steht? Das geht ganz ähnlich wie der Schüler vom Rabbi Shimon, die sagen, Rabbi, Ude, hören die Leute zu, haben sie es gehört? Und Rabbi Shimon schüttelt den Kopf und sagt, nein, sie hören nicht. Empört sagen sie, ja, wieso hätte Gott den Menschen Ohren gegeben? Und so gewifft, wie Rabbi Shimon ist, antwortet er ja. Der Herrgott hat den Menschen Ohren geschenkt, damit sie im 2020 ihre Maske dran festmachen können. Jesus fragt, wieso versteht er nicht? Wieso fällt es nicht so schwer zu verstehen, was im Wort steht? Und der Unwissende, der sich in die Zweierschaft eingeklinkt hat, der zeigt ihnen auf, was die Propheten schon viel früher gesagt haben und was Gültigkeit hatte. Und dass der, der am Kreuz gestorben ist, auferstehen wird. Und erst, als sie den Fremden heiladen und zusammen zu Nacht essen und Jesus das Gebet spricht, erkennen sie Jesus. Und weg ist er gewesen. Jesus ist präsent und nah und doch entzogen. Er ist die grosse Offenbarung und doch ist er uns immer wieder ein Stück weit verhüllt. Er ist greifbar und zugleich auch immer wieder ein Stück unfassbar. Er ist das Wesentliche und doch verhüllt. Und die beiden Jünger essen nicht mehr fertig zur Nacht, sondern rennen zurück auf Jerusalem und innerlich wahrscheinlich mit der Haltung, wir haben die grosse Geschichte zum Erzählen, wir haben Geschichte, wir haben ihn gesehen. Mir wird bewusst, dass in dieser Zerbrochenheit, in ihrer Welt, ihrer zerbrochenen Welt, hört der Weg mit Jesus nicht auf. Mir wird bewusst, dass der Glaube nicht etwas ist, das ich habe, etwas, das mir gehört, etwas, das ich fest haben kann. Glaube ist viel mehr ein Suchen und ein Finden. Ein Entdecken und in neue Aufgaben hineinwachsen. Im Zusammenbruch von meiner Welt, das kann meine Arbeitswelt sein. Im Zusammenbruch von meiner Welt und das kann die Beziehung sein, die ich habe. Im Zusammenbruch von meinem Gottesverständnis hört der Weg mit Jesus nicht auf. Im Gegenteil. Dann ist es er, der sich wie mit auf den Weg macht und sagt, was steht im Wort Gottes geschrieben? Welche Wahrheit spricht jetzt in diesen Zusammenbruch rein? Könnte es nicht sein, dass er wie am Wegrand steht und sich neu möchte offenbaren mit der Aufforderung, wie wenig versteht ihr doch? Und warum fällt es nicht so schwer? Was haben die Propheten gesagt? Was steht in der Bibel? Und es lädt immer wieder auf das Neue ein, sich mit dem Wort Gottes auseinanderzusetzen und sich prüfend zu fragen, Herr, und welche Wahrheit spricht jetzt in meinem persönlichen Zusammenbruch? Weil der Weg mit dir nicht aufhört. Vielleicht erkennen wir uns in einer Maria, die heulend am Grab sitzt und Jesus als Gärtner anspricht. Vielleicht erkennen wir uns als eine Gemeinschaft an Fischer, die an Jesus vorbeifischt und er schon lange die Mahlzeit parat hätte. Und vielleicht erkennen wir uns ein Stück weit in den Emmausjünger, die ihre persönliche Zerbrochenheit im Zusammenbruch von einer Arbeitslosigkeit, von einem Beziehungskonflikt noch ein- und auswissen und auf das Mal einen Weg mit Jesus aufgeht. Im Zusammenbruch von der Welt, von meiner persönlichen Welt, hört der Weg mit Jesus nicht auf. Drum die Streitfrage in Caesarea, ist Jesus von den Toten auferstanden? Ja oder nein? Ist die Antwort? Ja.